Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Diejenigen, die an der Macht sind und ihr. Übersetzt von Altana. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. In euren Versuchen, die Kontrolle über euer Leben zurückzuerobern, vergesst ihr oft, dass jede Macht, die jemand anderes über euer Leben hat, ihm von euch gegeben wurde. Ihr müsst niemanden besiegen oder eine Organisation, eine Regierung oder ein Unternehmen stürzen, um eure Macht wiederzuerlangen. Ihr müsst nur aufhören, sie wegzugeben. Jetzt wissen wir, dass ihr kurz nach tausenden von Jahren von Menschen, die ihre Macht verschenkt haben, inkarniert seid. Und in diesem Sinne habt ihr nicht das erschaffen, in was ihr inkarniert seid. Aber in einem anderen Sinne habt ihr es getan, in euren früheren Leben. Der Zustand, in dem ihr euch national und global befindet, hat also alles mit euch zu tun. Warum solltet ihr eine Erfahrung des Lebens unter Unterdrückern machen? Was bringt euch das? Nun, es gibt euch die Möglichkeit zu wissen, wie es ist, euch entmachtet zu fühlen. So, dass ihr euch wieder in euer Gefühl der Macht zurückbewegen könnt. Aber wieder werdet ihr nicht mit Gewalt dorthin gelangen. Ihr werdet nicht einmal durch politischen Aktivismus dorthin gelangen. Ihr werdet dorthin gelangen, indem ihr auf die Macht, die in euch ist, zugreift. Die Kraft der Quellenenergie existiert in jedem Einzelnen von euch. Und die Kraft, eure Realität zu erschaffen, existiert auch in jedem von euch. Die Erzeugung durch den Zugriff auf höherfrequente Schwingungen in die fünfte Dimension. Waffen gegen eure Unterdrücker zu erheben, ist der drittdimensionale Weg. Wenn wir sagen, hört auf, eure Macht wegzugeben, dann sagen wir euch in Wirklichkeit, hört auf, euch gegen diejenigen zu wehren, die an der Macht sind. Denkt daran, dass dies eine gemeinsame Schöpfung ist, dass ihr sie an die Macht gebracht habt und dass ihr das getan habt, weil ihr erfahren wolltet, wie es ist, sich von dieser Position der Entmachtung zum Erwachen hin zur Erkenntnis zu bewegen, dass ihr allmächtige Wesen seid. Ihr wolltet die starke Energiewelle erleben, die nur von innen kommen kann. Wir sind der arcturianische Rat. Und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.